بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Das Thema von heute ist: Hat Gott einen Gott? Wenn wir sagen, dass es einen Gott gibt, ja, dann kann dieser Gott selbstverständlich keinen Gott haben. Und selbst wenn man das nicht sagt, und von vornherein ist klar, dass nur der Höchste Gott sein kann. Denn alles, was unter ihm steht, ist nicht Gott. Deswegen muss man sich die Frage stellen, und ich kann noch mal kurz, kannst du mal kurz mir das Buch hier geben, bitte? Dieses da, kleiner Katechismus. Ja. So. Ja. Also, hat Gott einen Gott? Das ist eine Frage an die Christen, ob Gott einen Gott hat. Wenn Gott einen Gott hätte, dann gäbe es zwei Götter, dann hätten wir nicht mehr nur einen Gott. Aber von vornherein ist klar, dass der, der unter Gott steht, kein Gott sein kann, weil Gott der Höchste ist. Das heißt, jeder Christ wird sagen, Gott hat keinen Gott. Jetzt ist aber laut Christentum Jesus Gott. Und jetzt werden wieder einige rumschreien und sagen, Pierre Vogel, du hast keine Ahnung vom Christentum. Das stimmt doch gar nicht. Im Christentum ist Jesus nicht Gott, sondern Sohn Gottes. Ich sage, wer dies sagt, ist laut Christentum kein Christ. Denn beispielsweise im kleinen Katechismus der Katholiken steht, und das gilt auch für die Protestanten, ja, ja, und zwar bei Punkt 46, ja, was bekennen wir im zweiten Glaubensartikel? Fragen, wir bekennen im zweiten Glaubensartikel, dass Jesus Christus der Sohn Gottes und wahrer Gott ist. Dann steht darunter, wer nicht glaubt, dass Jesus wahrer Gott ist, kann sich nicht Christ nennen. Wer nicht glaubt, dass Jesus wahrer Gott ist, kann sich nicht Christ nennen. Jetzt sagen wir, Gott hat keinen Gott. Und wir sagen, Jesus ist auch nicht der Sohn Gottes. Sohn Gottes im Sinne, wie die Christen das verstehen. Ja? Sondern wir sagen, Jesus ist ein nahestehender Gottes, ein Prophet Gottes, ein Wunder, das wirklich, oder ein Mensch, der Wunder vollbracht hat, ein Mensch, den wir lieben. Aber er ist nicht Gott selber, weil er Gott untergeordnet ist. Und wer Gott untergeordnet ist, ist nicht Gott. War Jesus nicht Gott, weil Jesus einen Gott hat. Und wer einen Gott hat, ist nicht Gott, weil Gott der Höchste ist. Und wer einen Gott hat, hat einen, der über ihn steht. Nochmal. Jesus ist nicht Gott, weil Jesus einen Gott hat. Und derjenige, der einen Gott hat, kann kein Gott sein oder kann nicht Gott sein, weil der eine vollkommene Gott der Höchste ist. Und wenn man einen Gott hat, hat man jemanden, der über einen steht, und dann kann man nicht mehr der Höchste sein. Das heißt, Jesus ist nicht der Höchste und Jesus ist deswegen auch nicht Gott. Und wenn man das jetzt einem Christen sagt, dann wird er vielleicht sagen, nein, Jesus ist auch Gott. Warum? Ja, es gibt verschiedene Beweise in der Bibel, verschiedene Aussagen. Wir sagen, alle diese Aussagen sind interpretationsbedürftig. Und der Beweis dafür ist, dass auch zur damaligen Zeit die meisten Jesus nicht als Gott verstanden haben. Jetzt wird der Christ sagen, doch, deswegen haben sie ihn ja getötet, weil sie gedacht haben, dass er behauptet, er sei Gott. Und deswegen, weil haben sie ihn der Gotteslästerung wegen gekreuzigt. Übrigens, Gott kann auch nicht sterben. Denn Gott ist allebendig, ewig lebendig. Man kann nicht gleichzeitig ewig lebendig sein und sterben. Jetzt wird man sagen, ja, aber das verstehst du nicht, das liegt über der Vorstellungskraft. Wir sagen, der Verstand kann alle Dinge in drei Kategorien unterteilen. Erstens, der Verstand kann Dinge wahrnehmen, oder wir können aus unserem Verstand heraus Dinge in eine Gruppe kategorisieren, die oder Zusammenhänge in eine Gruppe
kategorisieren, die wir von, in eine Gruppe kategorisieren, von der wir sagen, das ist richtig. Zum Beispiel, 1 plus 1 ist 2. Der logische Menschenverstand sagt uns, das ist richtig. Das heißt, unser Verstand kategorisiert, unser Verstand setzt dieses mathematische Ergebnis oder diese Rechnung in die Kategorie von, das ist richtig. Dann setzt der Verstand Dinge, der logische Menschenverstand Dinge, in der Kategorie von, das ist falsch. Zum Beispiel, 1 plus 1 ist 10. Der logische Menschenverstand sagt uns, das ist falsch. Dieses Ergebnis ist nicht richtig. Okay? So. Und dann gibt es Dinge, die über unserem Verstand liegen, von denen wir sagen, das können wir nicht begreifen. Zum Beispiel die Zeit oder den Raum, wie extrem groß er ist, wie abhängig wir von der Zeit sind, dass es eine Zeit gab, in der es keinen Raum gab oder eine Zeit vor der Zeit gab, dass das Universum einen Anfang hat. Das sind Dinge, die über unsere Vorstellungskraft liegen. Und hierzu gehören Dinge, die vielleicht zu einer Zeit für uns nicht erfassbar sind und zu einer anderen Art erfassbar sind. Okay? So. Zu welcher Kategorie gehört denn jemand ist allwissend und ist gleichzeitig nicht allwissend? Das gehört zur Kategorie von der Kategorie falsch. Das gehört zur Kategorie falsch, weil jemand kann nicht gleichzeitig allwissend sein und gleichzeitig dumm sein. Jemand kann nicht gleichzeitig allwissend sein und gleichzeitig nichts wissen oder etwas nicht wissen. Dann wird man sagen, das ist über deiner Vorstellungskraft. Dann sage ich, falsch. Das ist nicht über unsere Vorstellungskraft. Über unsere Vorstellungskraft sind diese Dinge hier in der Mitte, ja, von denen wir sagen, das ist etwas, ich kann nicht begreifen, wie groß das Universum ist, wie viele Lichtjahre und verschiedene Zusammenhänge von Atomen, Zahlen, von der Zeit, die kann ich nicht verstehen, die kann ich nicht verinnerlichen. Die Größe Gottes, seine Unabhängigkeit von Raum und Zeit ist etwas, was ich nicht verstehen, nicht begreifen kann. Das gehört in diese Kategorie. Aber ich kann nicht sagen, jemand ist gleichzeitig dumm und gleichzeitig allwissend. Ich kann nicht sagen, jemand ist gleichzeitig der Höchste und gleichzeitig nicht der Höchste. Ich kann nicht sagen, jemand ist allebendig und gleichzeitig sage ich, er stirbt. Ich kann nicht sagen, jemand ist allebendig, er kann nicht sterben, er stirbt nicht und gleichzeitig er stirbt. Und deswegen sollen sich die Christen bitte Gedanken machen zu Johannes 20, Vers 17. Johannes 20, Vers 17. Und ich möchte dazu sagen, ich möchte keinen Christen im Glauben beleidigen. Ich möchte nicht gegen Christen gewinnen. Ich möchte mit euch gemeinsam gewinnen. Und wie kann ich mit euch gewinnen? Ich kann mit euch gewinnen, indem wir gegen unseren gemeinsamen Feind gemeinsam kämpfen und gemeinsam siegen. Und unser gemeinsamer Feind ist der Satan, der den Menschen dazu animiert, seinen Verstand auszuschalten, einfach zu sagen, ja, das ist so, das können wir nicht verstehen. Doch, das kannst du verstehen. Du kannst verstehen, dass derjenige, der allebendig ist, nicht stirbt. Das kannst du verstehen. Das ist nicht etwas, hier sagt der Satan zu dir, das kannst du nicht verstehen, das ist über deiner Vorstellungskraft. Doch, das kannst du verstehen, das ist nicht über deiner Vorstellungskraft. Das ist etwas, was von deinem Verstand als falsch eingeschätzt wird, was von deinem Verstand als falsch identifiziert wird und nicht etwas, was als unvorstellbar identifiziert wird. Die Größe Gottes, die Allmacht Gottes, das ist etwas, was von unserem Verstand nicht verstanden werden kann oder
was unser Verstand als Eigenschaft nicht umfassen kann. Aber unser Verstand kann verstehen, dass derjenige, der einen Gott hat, nicht selber Gott ist. Jesus sagt laut Johannes 20, Vers 17, und ein Christ muss daran glauben, sagt er zu seinen Jüngern, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Nochmal, Johannes 20, Vers 17. Laut Johannes 20, Vers 17, woran die Christen glauben, sagte Jesus, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das heißt, Jesus sagt dir ganz klar, dass der allmächtige Gott sein Gott ist. Und er sagt, dass er hier nicht exklusiv der Sohn ist, sondern dass die Jünger auch Söhne sind. Mein Vater und euer Vater, mein Gott und euer Gott. Und dies zeigt, dass wenn dieser Begriff Vater benutzt wurde oder tatsächlich benutzt wurde, weil wir da Zweifel dran haben oder weil wir da nicht dran glauben, aber wir sagen nur, dann ist dies als ein metaphorischer Begriff für nahestehende Gottesdiener benutzt worden. Weil er sagt zu den Jüngern, die gute Diener Gottes sind, laut Bibel, wie gesagt, wir glauben nicht daran. Ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Der Christ muss also hier glauben, dass Jesus ein Gott hat. Und wenn Jesus ein Gott hat, ist er nicht selber Gott. Wo steht das? Johannes 20, Vers 17. Was ist damit meine Botschaft an die Christen? Meine Botschaft an die Christen ist damit, das Herz zu öffnen und sich tatsächlich die Frage zu stellen, hat Gott einen Gott? Wenn Jesus Gott gewesen wäre und tatsächlich als Gott wahrgenommen wurde, warum sagt er hier, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott, womit er sich praktisch auf dieselbe Stufe mit den Jüngern stellt. Wenn es notwendig ist, wie das Christentum sagt, an die göttliche Natur von Jesus zu glauben, dann wäre es notwendig gewesen, dass Jesus das offenbart, und zwar ohne irgendwelche Missverständnisse zu riskieren, was die Menschen zum Heil führt. Aber hier offenbart er etwas, was jemand, der, wenn er einmal die Botschaft liest, falsch verstehen kann und vielleicht dann durch laut Christentum in die Hölle geht. Wenn er selber Gott gewesen wäre, und dann hätte er die Pflicht gehabt, das klarzustellen. Und dann würde er nicht irgendwelche zweideutigen, mehrdeutigen Dinge offenbaren oder sagen. Ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott. Ich gehe zu meinem Chef und zu deinem Chef. Was verstehst du? Was verstehst du, wenn ich zu dir sage, ich gehe zu meinem Chef und zu eurem Chef? Was verstehst du da? Da verstehst du, ich bin ein Angestellter. Ich bin nicht der Chef. Ganz klar. Wenn ich sage, ich gehe zu meinem Trainer und zu deinem Trainer, heißt das, wir spielen in derselben Fußballmannschaft Fußball und ich bin nicht der Trainer. Ganz klar. Das heißt, entweder man gibt zu, dass die Bibel undeutlich ist, da kann sie es nicht wert sein, das Wort Gottes zu sein. Das heißt, undeutlich in einer kritischen Frage. In einer Frage, bei der es um die Grundfundamente des Christentums geht. Wenn es um eine Frage geht, die mit bestimmten sekundären
Regeln des Christentums zu tun hätte, könnte man das noch verstehen, dass ein Interpretationsspielraum offen gelassen wird und doch nicht bei der zentralen Frage, die jahrhundertelang für Kontroversen gesorgt hat. Wann wurde festgelegt, endgültig festgelegt, dass Jesus Gott ist oder angeblich Gott sein soll? Liebe Christen, denkt drüber nach. Im Jahre 324 nach Christus. Bis dahin gab es große Kontroversen. Wenn das doch eindeutig gewesen wäre, warum gab es Kontroversen? Jetzt kommt man mit, ja, aber die haben ihn doch getötet, weil er angeblich Gott gelästert hatte. Sie können ihn auch versuchen, das wird dann gesagt, ja. Sie können auch versucht haben, ihn zu töten, weil sie gedacht haben, dass er ein falscher Prophet ist oder ein falscher Messias ist. Aber wir sagen, er wurde gerettet. Er wurde gerettet. Jesus wurde gerettet. Jesus a.s. ist nicht am Kreuz gestorben. Und das ist 1000% sicher. Jesus wurde von dem allmächtigen Gott, der ihn so sehr liebt, gerettet. Und Jesus ist nicht Gott, sondern Jesus ist ein Diener Gottes. Wie in Matthäus 26, Vers 39, wo er zu Boden fiel und zu Gott betete und sagte, lasse diesen Kelch an mir vorübergehen, jedoch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Wäre Jesus Gott gewesen, dann wäre sein Wille automatisch der Wille des Vaters gewesen, dann hätte dieses Gebet keinen Sinn gehabt. Aber Jesus ist einer der größten Diener, einer der größten Propheten des allmächtigen Gottes und er macht nichts, was sinnlos ist. Jesus ist unser Held. Jesus ist jemand, den wir lieben. Und Jesus ist nicht Gott. Und Gott lieben wir noch mehr als Jesus. Und Jesus sagte hier laut Bibel, ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das heißt, Jesus ist nicht Gott. Jesus ist ein Diener Gottes. Deswegen sei du, mein christlicher Mitbürger, auch ein Diener Gottes und verlasse den trinitären Glauben. Verlasse das, was zum trinitären Glauben aufruft. Die Kirche. Verlasse sie. Komme zur wahren Botschaft von Jesus. Komme zum Islam. Ja, die Kirche hat auch viele gute Sachen gemacht. Die Kirche hat sich auch um viele Dinge gekümmert, hat armen Menschen geholfen, etc. Es gab natürlich auch Skandale, das weiß man. Aber es geht hier nicht darum, was man alles Gutes gemacht hat. Sondern es geht darum, was der wahre Glaube ist. Beziehungsweise, welcher Glaube richtig ist. Der richtige Glaube ist der Islam. Islam bedeutet sich Gott ergeben und Jesus hat sich Gott ergeben. Ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott und zu meinem Vater und zu eurem Vater laut Bibel. Wie gesagt, mit diesem Begriff Vater haben wir unsere Probleme. Jedenfalls, das steht in Johannes 20, Vers 17, wie ich schon gesagt habe. Hör auf, dich an mich zu klammern, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgegangen. Geh doch zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Das war eine, laut Bibel eine der letzten Worte, die Jesus den Jüngern mitgegeben hat, um zu zeigen, dass er ein Diener Gottes ist. Ich gehe zu meinem Gott und zu eurem. Das ist meine Botschaft von heute. Ich gebe jedem Menschen, der nach der Wahrheit sucht, den Tipp, sich mit dem Islam objektiv zu befassen. Nicht sofort, wenn er irgendetwas Negatives hört, sofort die Flinte ins Korn zu werfen. Denn oft sind gerade die negativen Dinge das, was einem im Nachhinein beim Reflektieren dazu führt, den Islam anzunehmen. Ich gebe jedem den Tipp, die Hände, so wie Jeremia und so wie der Prophet Mohammed, zum Himmel zu heben und zu sagen, o allmächtiger Gott, zeige mir den richtigen Weg. Und für die Muslime sage ich, liebe Brüder und Schwestern im Islam, ja, wir werden in Zukunft weiter bekämpft werden, so wie die wahren Anhänger Jesus bekämpft worden sind, so wie die wahren Anhänger von Mohammed
bekämpft worden sind, so wie die wahren Anhänger aller Propheten bekämpft worden sind. Deswegen ladet alle unsere Vorträge runter und macht geheime Dawa-Zentralen in euren Wohnungen. Das ist meine Botschaft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu ala man ittaba al-huda.